Hi, mein Name ist Sabrina und heute soll es um Schuh- und Mu-Punkte gehen. Aus meiner Sicht sind die sehr wichtig. Man sollte sie also, wenn man irgendwie mit Akupunkturpunkten arbeiten möchte, auf jeden Fall kennen. Sie lassen sich sowohl diagnostisch als auch teilweise therapeutisch einsetzen. Die Schuhpunkte oder Zustimmungspunkte können uns chronische Erkrankungen anzeigen, während die Alarmpunkte uns akute Erkrankungen anzeigen. Wo diese Punkte liegen und wie man sie genau verwendet, das erkläre ich euch in diesem Video. Legen wir los! Das ist zunächst eine tabellarische Übersicht. Wie ihr seht, sind die Mu-Punkte verteilt auf unterschiedlichen Meridianen, liegen bevorzugt allerdings auf dem Konzeptionsgefäß, dem Leber- und Gallenblasenmeridian. Zwei weitere Punkte liegen dann auf Lunge und Magen. Die Schuhpunkte liegen allesamt auf dem Blasenmeridian und wie sich das genau verteilt, schauen wir uns gleich genauer an. Hier seht ihr zunächst die Alarmpunkte. Klar, die Punkte des Konzeptionsgefäßes liegen ohnehin auf der Bauchmittellinie, aber auch die anderen Punkte verteilen sich im Prinzip auf der Körperunterseite. Lediglich Lunge 1 liegt vorne an der Brust. Die Schuhpunkte schreitet man ab Blase 21, denn der liegt hinter der letzten Rippe. Dann nimmt man die Zwischenrippenräume nach vorne und ich nenne dann immer gleich bei mir im Kopf die Funktionskreise. Beim Hund hört sich das dann also so an. Magen, Milz, Pankreas, Gallenblase, Leber, dann kommen zwei leere Zwischenräume, also leer, leer. Dann kommt Blase 17, der schürstärkende Punkt. Blase 16, der Zustimmungspunkt des Lenkergefäßes. Und dann geht es weiter mit den Funktionskreisen Herz, Perikard, Lunge. Nach hinten geht es dann weiter mit den Wirbelzwischenräumen. Also die Punkte liegen immer auf Höhe der Wirbelzwischenräume. Wir fangen wieder an mit Magen nach der letzten Rippe und dann haben wir Dreifacherwärmer, Niere, leer, Blase 24, Dickdarm, Blase 26, Dünndarm und Blase. Beim Pferd beginnen wir auch wieder nach der letzten Rippe, also mit Magen und dann nach vorne. Magen, Milz, Pankreas, leer, Gallenblase, Leber, Leber, denn Blase 18 hat zwei Lokalisationen beim Pferd. Dann kommt Blase 17, Blase 16, Herz, Perikard und Lunge. Dann beginnen wir wieder nach der letzten Rippe, also Magen und dann nach hinten. Dreifacherwärmer, Niere, leer, Blase 24, Dickdarm, Blase 26, Dünndarm und Blase. Wie also verwende ich nun diese Punkte? Da geht es zunächst bei den Alarmpunkten um die Diagnose. Sie zeigen mir akute Erkrankungen an und sie zeigen mir, welcher Funktionskreis hier vom gestörten Gleichgewicht betroffen ist. Diese Punkte sind dann in der Regel druckempfindlich. Das ist auch der Grund, warum ich sie therapeutisch nicht einsetze. Ich nadel nicht in druckempfindliche Punkte. Die Schuhpunkte dann zeigen mir diagnostisch den betroffenen Funktionskreis einer chronischen Erkrankung an. Und zwar in aller Regel durch eine Leere, das heißt durch eine Vertiefung in dem Punkt. Und dann kann ich diese Punkte in Therapiekonzepte mit einbinden, zum Beispiel kombiniert mit Nahpunkten. Nahpunkte, dazu erfindet ihr ein Video hier. Und dann habe ich ein Video aufgenommen zu Meisterpunkten hier. Das sind andere übergeordnete Punkte, die man ebenfalls in Akupunkturkonzepten einsetzen kann. Außerdem findet ihr auf meinem Kanal Videos zu fünf Elementen, zu Grundkonzepten der TCM, zu chinesischen Kräutern, zu Hundegesundheit, zu Pferdegesundheit, zu Akupressur. Schaut euch um, abonniert meinen Kanal.